Hallo und herzlich willkommen zu meinem Homöopathie-Podcast. Mein Name ist Marvin Zander und ich freue mich darauf, dir diese alternative Heilmethode näherbringen zu dürfen. Ich werde dir die Hintergründe und Grundlagen leicht verständlich erklären, von meinen Erfahrungen und Erkenntnissen berichten und dir ermöglichen, alle Bereiche dieser ganzheitlich wirkenden Therapie kennenzulernen. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von meinem Podcast. Ich habe heute wieder einen Gastredner bei mir im Interview, und zwar den Universitätsprofessor Dr. Michael Fraß. Und er ist auch einer der Redner im Kongress von Otto Brunn. Und freue ich mich besonders darüber, Sie heute hier zu haben, weil ich auch Ihr Buch habe. Das Buch, was er nämlich geschrieben hat, ist Homöopathie in der Intensivstation. Ja, grüß Gott. Und darüber werden wir nachher dann auch noch sprechen. Vielleicht können Sie sich selbst noch ein bisschen vorstellen? Ja, ich habe mit dem Medizinstudium begonnen. Währenddessen habe ich meinen homöopathischen Lehrer, den Professor Esch, kennengelernt. Mhm. Und das war für mich doch ein einschneidendes Erlebnis, denn am Beginn des Medizinstudiums wird man sozusagen hineinkatapultiert in das Studium der Chemie, Physik, Anatomie, Histologie, Physiologie. Mhm. Aber eigentlich sagt einem niemand, warum man eigentlich Medizin macht oder was das Ziel der Medizin sein sollte. Mhm. Vielleicht noch ein kleiner Vorspann. Als ich so ungefähr 10 Jahre alt war, habe ich mir gedacht, es muss doch möglich sein, mit irgendetwas Kleinen, wenn man es am richtigen Punkt ansetzt, einen Kranken wieder gesund machen zu können. Aber Ich kannte natürlich Homöopathie nicht zu dem Zeitpunkt. Dann habe ich eben schon während des Studiums begonnen, mich mit Homöopathie zu beschäftigen, habe die Vorlesungen besucht und langsam habe ich eben mit Homöopathie begonnen. Ich bin also kein schneller Einsteiger gewesen, aber ich habe einfach dann den Eindruck gewonnen, da passieren doch immer wieder Dinge, die außergewöhnlich sind und die man nicht mehr mit Zufall erklären kann. Mhm. Und so habe ich das weiter betrieben und habe die Ausbildung gemacht am Allgemeinen Krankenhaus in Wien, das ist die Medizinische Universität. Mhm. Und mit 27 habe ich dann mit einem Kollegen die Idee gehabt, wie kann man die Atemwege sichern im Notfall, wie kann man jemanden beatmen? Mhm. Und da sind wir eben auf unseren Tubus gekommen, mit dem ich dann eben auch einerseits sehr viel wissenschaftliche Untersuchungen gemacht habe, auch einige Reisen unternommen habe, denn dieses Konzept wurde mehr im angloamerikanischen Raum akzeptiert, weniger in Mitteleuropa. Mhm. Und dann wurde ich stationsführender Oberarzt auf der Intensivstation und habe eben langsam begonnen, nach der Habilitation auch Intensivpatienten zu behandeln. Mhm. Weil ich glaube, dass das eben gerade die Situation ist, wo Menschen sehr gut davon profitieren können, weil man kommt auf die Intensivstation wegen Organausfällen meistens. Mhm. Und in der Zeit, wo man dort liegt, passiert, nachdem also die wichtigsten Dinge abgeklärt sind, oft eine relativ wenig im Verhältnis zu der intensiven Technik. Mhm. Und ich glaube, gerade da ist es gut, dass man die Konstitution des Patienten gut unterstützen kann, plus, dass die Patienten perfekt monitiert sind. Das heißt, man hat auch immer eine sehr rasche Rückmeldung, ob ein Mittel eine gewisse Wirkung hat auf den Patienten oder nicht. Ja. Und nach circa 20 Jahren auf der Intensivstation hat mein damaliger Chef, Professor Zelinski, die Idee gehabt, ich sollte eine Ambulanz machen für begleitende Homöopathie für Krebspatientinnen und Patienten. Mhm. Und das habe ich dann eben von 2004 bis 2019 gemacht. Und das erscheint mir deswegen so wichtig, weil ja oft die Nebenwirkungen der Chemotherapie, Strahlen oder chirurgischen Therapie ein Problem für die Patienten darstellen können. Und es ist ganz wichtig, die Lebensqualität zu heben. Und das hat wahrscheinlich wieder einen positiven Einfluss auf die Prognose. Mhm. Also ich würde sagen, einerseits Intensivpatienten, die sehr gut profitieren können, andererseits Krebspatienten. Mhm.
Sehr interessant, vor allen Dingen, weil das ja auch aktuell so ein bisschen umstrittene Punkte sind, wo die Homöopathie ja im Moment auch in der öffentlichen Wahrnehmung teilweise dann auch sehr schlecht dasteht. Finde ich das gerade gut, dass wir auf der anderen Seite so fundiertes Wissen angesammelt haben und auch in so speziellen Situationen, die ja nicht zum alltäglichen Geschäft zum Beispiel von mir jetzt gehören, dass wir da Bücher drüber haben. Und wenn ich das richtig gelesen habe, haben Sie auch eine Studie gemacht, gell, zu dem Thema? Wenn ich es jetzt gut verstanden habe, habe ich auch Studien gemacht, habe ich ja. Ja, das stimmt. Das waren einerseits Studien auf der Intensivstation, einerseits bei septischen Patienten, wo man gesehen hat, dass die Homöopathie offensichtlich einen Langzeitvorteil bietet. Und bei Patienten mit vermehrten Sekreten aus der Luftröhre, die zwar vom Beatmungsgerät entwöhnt werden können, wo man aber den Beatmungsschlauch nicht herausziehen kann, weil zu viel Schleim sich angesammelt hat. Einerseits durch eine chronische Lungenerkrankung und andererseits auch durch Zigarettenkonsum. Und bei diesen Patienten konnten wir eigentlich in einer Routineanwendung sehen, dass es zu einer Verbesserung der Schleimsekretion kommt. Das heißt, die Sekretionsmenge sinkt eindeutig. Die Patienten können früher vom Beatmungsschlauch befreit und auch früher von der Intensivstation entlassen werden. Und die erste Studie mit den Sepsis-Patienten ist für mich auch deswegen wichtig, weil wir schauen als Homöopathen eigentlich nicht darauf, ob es dem Patienten gerade mal heute und morgen und übermorgen gut wird, sondern es geht darum, ob der Patient auch einen Langzeitvorteil hat. Ja. Nur dann ist meines Erachtens Homöopathie tatsächlich angezeigt. Sehr interessant. Ich habe vielleicht noch eine persönliche Frage, bevor wir da weitergehen. Wie können Sie uns das erklären, wie machen Sie die Anamneseerhebung in der Intensivstation? Also ich kenne ja das mit der Homöopathie, dass wir da diese lange Anamnese machen, die Patientenanamnese und so weiter. Das ist ja auf der Intensivstation wahrscheinlich nur bedingt möglich. Wie kommen Sie trotzdem zum richtigen Arzneimittel? Der meines Erachtens aber auch jetzt zwei Fragen auch in einem beantwortet. Nämlich immer die Behauptung, dass die Zuwendung des Arztes die ganz besonders wichtige Rolle spielt, einerseits das Gespräch und andererseits eben auch es notwendig ist, dass man die Symptome vom Patienten alleine erfährt. Nun, natürlich sind wir, wie Sie richtig gesagt haben, immer bemüht, die Beschwerden, Symptome, Krankheiten direkt aus dem Patientenmund zu erfahren. Geht ja nicht, aber man weiß natürlich einerseits durch die Angehörigen, durch die Ärzte, durch das Pflegepersonal, was offensichtlich als Auslöser im Vordergrund gestanden ist. Und sehr oft ist dieser Auslöser doch ein sehr starker und eindeutig zuzuordnender. Und mit diesem Auslöser kann man jetzt das richtige Medikament finden. Also ich denke beispielsweise an einen Patienten, wo der Neffe mich anrief. Und sagte, sein Onkel liegt ihm auf der Intensivstation, aber nicht auf unserer, sondern ganz weit weg. Und ich ihn dann fragte, was das Problem ist. Er hat ein schweres Lungenversagen, Lungenentzündung außerdem. Und ich habe ihn dann gefragt, ob ihm irgendetwas in Erinnerung ist, was vielleicht das Auftreten dieser Probleme begünstigt haben könnte. Und er sagt, ja, er hat immer schon sehr starke rheumatische Schübe gehabt und es war wieder so ein Schub. Und mit einer Schwellung, Rötung und sehr starken Schmerzen. Und dann sagte ich, ich könnte mir vorstellen, Prionia alba, die Zahnrübe könnte hier sehr, sehr gut helfen, weil einerseits ist sie berühmt für ihre Wirkung bei rheumatischen Beschwerden und andererseits ist es aber auch ein Medikament, das häufig bei Lungenentzündungen angezeigt ist. Und dieser Patient hat sich sehr rasch sehr gebessert, hat aber natürlich noch andere Medikamente, homöopathische auch gebraucht, aber was mir so im Herzen liegt, dass man einfach hier ohne Animositäten kooperiert. Das heißt, der Patient braucht selbstverständlich eine technisierte Intensivmedizin, anders geht das nicht. Aber andererseits kann die Homöopathie im richtigen Moment vom Professionisten angewandt sehr viel erreichen. Und ich nehme an, dass Sie dazu dann auch Studenten, Assistenzärzte
Oberärzte wie angeleitet haben, dass das noch mehr dann beherrschen? Das war ein frommer Wunsch, der aber nicht in Erfüllung gegangen ist. Es war leider das Interesse von der Kollegenschaft sehr begrenzt. Bei Pflegern, Schwestern war es schon anders. Da waren immer wieder einige, die sehr interessiert waren. Und vor allem natürlich habe ich dann auch die Beschwerden der Schwestern und Pfleger mitbehandelt. Und das war eigentlich immer ein großer Erfolg. Ja. Sehr oft eigentlich ein großer Erfolg. Weil sie dann gesehen haben, das hilft mir. Ich habe jetzt vor kurzem Zusammenhang mit meinem Pensionierung ein Abschiedsfest gegeben und einer der Pfleger, der schon über 30 Jahre auf der Intensivstation ist, das ist ja wirklich lang, hat dann gemeint, hat mich daran erinnert, dass am Beginn unserer gemeinsamen Arbeit er zu mir gekommen ist wegen Kopfschmerzen, die schon jahrelang da waren und mindestens ein, zweimal die Woche aufgetreten sind. Und er hat mir dann im Nachtdienst die Symptome genau so geschildert, wie ich das gerne von einem Patienten höre. Aber ich hatte mich ja noch gar nicht geoutet. Also ich dachte, wieso erzählt er mir das genauso, wie ich das gerne mag. Und dann habe ich ihm ein Medikament mitgegeben. Er macht das zu Hause auf und liest Belladonna. Denkt er sich, naja, das ist aber giftig. Dann haben wir es im nächsten Nachtdienst ausgesprochen. Er nimmt es, kommt eine Woche lang nicht in den Nachtdienst. In den Dienst auf die Intensivstation. Und als er wiederkommt, frage ich, was los ist. Sagt er, ja, er hat plötzlich so starke Zahnschmerzen bekommen und der Zahn musste gezogen werden. Außerdem gab es auch eine Nachblutung. Da sagen die, was machen die Kopfschmerzen? Na, die Kopfschmerzen sind weg. Das ist für mich immer ein gutes Zeichen, wenn jemand eigentlich auf das Wesentliche total vergisst. Deswegen muss man ja in der Homöopathie alles genau aufzeichnen. Genau. Weil Patienten oft auch nicht mehr wissen, wenn sie wiederkommen und wenn Symptome verschwinden, sagen, ah, das habe ich auch gehabt, genau. Das ist jetzt nicht mehr da. Ja. Ich möchte jetzt aber nicht behaupten, dass das beständig ist und unentwegt, aber es kommt doch sehr gehäuft vor nach einer Rahmen einer homöopathischen Behandlung. Ja, das habe ich auch schon oft festgestellt. Entschuldigung, wenn ich das noch dazu sagen darf, weil Sie vorhin gesagt haben, Patienten können sich ja nicht ausdrücken. In einem städtischen Krankenhaus hat Frau Dr. Baltazis Neugeborene auf der Intensivstation sehr erfolgreich behandelt. Sie hat sich eben nicht nur an den Mitteilungen der Eltern, sondern eben auch sehr an den vegetativen Symptomen orientiert. Ne? An Fiebern, bestimmten Rhythmen oder sehr stark schwitzen oder eben Gastrointestinalsymptome haben. Die hat wirklich ganz, ganz tolle Fallberichte. Super. Ja, ich durfte auch schon ein paar Mal bei uns hier in Chur in der Intensivstation und im Spital arbeiten und habe auch ein ganz klein bisschen Erfahrung, also 3 Fälle durfte ich auf der Intensivstation von Säuglingen behandeln und alle 3 erfreuen sich bester Gesundheit. Natürlich nicht nur wegen mir, aber ein Fall ist ganz stark in die positive Richtung gegangen, nachdem wir eine Arznei gegeben haben. Was mich immer wieder wundert, und das haben Sie ja auch erwähnt, warum ist das Interesse der Ärzte so gering an dem? Ich kann es nur vermuten. Es ist eben die Ausbildung doch sehr auf quantitative Parameter ausgerichtet. Und die Homöopathie arbeitet sehr stark mit qualitativen Parametern. Und dieser Blick scheint doch sehr schwierig zu sein, wenn man darauf nicht trainiert ist. Mir ist es gegeben, dass ich beide Seiten sehen kann und ich immer gerne Kavakatheter in den Hals gestochen habe. Das war eigentlich immer eine Sache, die ich gern gemacht habe und andererseits aber gleichzeitig Kügelchen verteilt habe. Ich weiß auch nicht, warum das ein Ausschlussgrund sein sollte. So wie es auch andere komplementäre Methoden gibt, die sehr gut sind, die ich halt leider nicht beherrsche. Da muss man einfach offen sein und gestern hat Professor Bahnhofer bei einer Enquete der österreichischen Ärztekammer ein chinesisches Wort reproduziert und zwar, wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windräder. Und ich glaube, das ist eben, das muss sich einfach inspirieren lassen, man muss sich einfach mitreißen lassen. Das, was einen glücklich macht oder was mich glücklich macht,
ist einfach, wenn Patienten zufrieden sind, dann plötzlich entsteht ein Zustand der Ruhe oder ein Zustand der Zufriedenheit und eigentlich des Glücks. Und das ist etwas, was man immer im Auge behalten sollte. Sehr schön, vielen Dank. Wie sind Sie dann darauf gekommen, das als Buch niederzuschreiben? Sie haben ja dann noch einen Schreibpartner gehabt, einen Arzt, der auch mit Ihnen zusammengearbeitet hat, Dr. Med-Martin Bündner. Wie ist dieses Buch entstanden? Nun, eigentlich wurde ich dazu, so wie oft in meinem Leben, ein bisschen hingestoßen. Es waren sehr aktive Damen vom Urban und Fischer Verlag, der eben von Elsevier, der jetzt ein Teil von Elsevier ist. Und die Damen haben mich angesprochen, wieso ich das machen möchte. Und unvorsichtigerweise habe ich ja gesagt. Wir hatten dann ausgemacht, dass wir uns am Atlas oder in Oberösterreich treffen, weil ich zu dem Zeitpunkt, dass sie nach Wien gekommen sind, aus anderen Gründen, ich gerade auf Urlaub am Attersee war. Und nachdem ich mich im Urlaub manchmal gänzlich entspanne, bekomme ich plötzlich einen Anruf, wir sind am Bahnhof, wir können sie nicht finden. Ne? Dann bin ich im Schnell ins Auto und habe sie dort getroffen. Und es war eigentlich eine sehr gute Erfahrung. Nämlich einerseits war auch das Bemühen, nicht eine eigene Fehler zu bringen, damit nicht der Eindruck entsteht, aha, da ist ein eigenartiger Mensch unterwegs, ne, der hat halt irgendwas beobachtet. Sondern wir haben versucht, so gut es halt ging, ohne irgendeinen Anspruch auf Vollständigkeit selbstverständlich, eben nicht nur nationale, internationale Autorinnen und Autoren einzubinden. Und der Kollege Bündner hat sich eben dann hauptsächlich mit dem Gebiet der Notfallmedizin beschäftigt und eine unglaublich große Zahl von dokumentierten Fällen hier eingebracht. Erfreulicherweise wurde dann dieses Buch auch noch ins Englische übersetzt. Jetzt vor kurzem ist eine zweite deutschsprachige Auflage herausgekommen, wo wir noch den einen oder anderen Autor dazu gewinnen konnten. Und was für mich auch ein interessanter Punkt war, ich habe die Fälle verfasst und die Herausgeberinnen und Lektorinnen waren unglaublich streng. Und da habe ich erst gemerkt, wie wenig ich sozusagen aufgepasst habe, die Fälle auch aus der Sicht der Leserschaft zu sehen. Und einmal ist mal passiert, es war die vorletzte Möglichkeit oder letzte Möglichkeit, noch substanziell etwas zu ändern. Beim allerletzten Mal konnte man nochmal grammatikalische Dinge ändern. Und bei dieser Variante, wo man aufgefordert wurde, jetzt muss man es wirklich genau lesen, lese ich einen meiner von mir selbst verfassten Fälle und denke mir, hoppla, das ist ja für jemand anderen vollkommen von der Reihenfolge nicht passend. Ja? Und habe den Fall sozusagen jetzt noch einmal frisch geordnet. Und man sieht, dass es nicht immer leicht ist, oder für mich jedenfalls nicht immer leicht ist, die Dinge nachvollziehbar darzustellen. Das, was ich auf jeden Fall auffordern möchte, ist, einfach hier Mut zu haben, hinzugehen. Es kann überhaupt nichts passieren. Es ist viel ungefährlicher, als jemanden außerhalb der Intensivstation zu behandeln, wo nicht täglich ein Röntgen gemacht wird, wo nicht täglich Blut abgenommen wird, wo nicht eine wirklich hochqualifizierte Mannschaft permanent um die Patienten herum engagiert ist. Das ist die ideale Situation. Und man kann die Kügelchen immer irgendwo ganz gut auf die der Mundschleimhaut bringen. Ich sage, wenn es nicht zur Zunge geht, okay, dann ist es halt im Raum zwischen Lippe und Zahnfleisch. Das ist auch eine gute Möglichkeit, genau, ja, Kügelchen zu applizieren, aber nicht in den Magenschlauch. Genau, auf die Schleimhaut, sagen wir immer. Super, vielen Dank. Wir werden uns ja jetzt die nächsten Tage dann sehen und Ihnen persönlich noch die Hand schütteln, da freue ich mich schon drauf. Über was werden Sie sprechen in Ottobrunn? Der Titel heißt ja auch, so wie das Buch, Homöopathie an der Intensivstation, ein Widerspruch. Ja, es ist eben für außenstehende Akademiker und aber auch Laien oft ja wirklich verbannt, wie soll die Homöopathie, wo doch so gar nichts drinnen sein soll, doch wirken. Nun, wir haben, glaube ich, etwas schon sehr stark ausgeprägt, das ist die Beobachtungsgabe. Und Homöopathen müssen einfach gut
beobachten können und auch gute Sensoren haben, um Patienten wahrzunehmen. Mhm. In gewisser Weise glaube ich schon, dass das etwas ist, was auch in der Kunst verlangt wird, weil ein Künstler, der etwas darstellen möchte, der muss einfach die Sensorik haben, wahrzunehmen, was um ihn herum passiert. Ob er es jetzt dann wirklich mehr introvertiert oder extrovertiert tut, ist eine andere Sache. Aber ich glaube, dass Homöopathie eine Kombination ist, das Wissen einerseits und Kunst andererseits. Mhm. Weil manchmal passiert es einfach in der Anamnese, ich bin schon fast sicher, ein Mittel zu verschreiben. Dann sagt der Patient was und dann verschreibe ich doch ein anderes. Genau. Ja. Das ist aber natürlich für einen Außenstehenden eben nahe an der Unverständlichkeit. Mhm. Aber wie gesagt, orientieren tue ich mich nicht daran, ob es geholfen hat oder nicht. Alles andere ist sekundär. Wenn es hilft, dann war es offensichtlich das Richtige oder die richtige Richtung zumindest. Hat nichts geholfen, dann habe ich einen Fehler gemacht, wahrscheinlich zu 99%. Und ich muss einfach nochmal nachdenken und schauen, was könnte ich noch anbieten. Mhm. Und bei dem Vortrag geht es denn da mehr auch um Fälle zu präsentieren, Arzneien zu präsentieren, oder geht es wirklich darum, weil ich zum Beispiel habe ja jetzt gar keine Kontaktmöglichkeit auf der Intensivstation zu arbeiten, so richtet sich das ja wahrscheinlich auch mehr an Ärzte, gell? Ich habe einmal mit einem Homöopathen zusammengearbeitet, der auf die Intensivstation gegangen ist, mhm. der auch irgendwo immer so eine Stimmung herstellen konnte, dass das nie ein Problem war. Mhm. Das scheint schon sehr von der Persönlichkeit abzuhängen. Mhm. Abzuhängen. Ich weiß aber natürlich, dass es nicht immer ganz leicht ist. Ich hätte so gesagt, meistens ist auf einer chirurgischen Intensivstation kaum ein Hindernis zu erwarten. Mhm. Das ist eher nach meinem Dafürhalten auf den internistischen Intensivstationen, wo man eben doch eine Konkurrenz vielleicht sieht oder denkt, da könnte irgendeine Unverträglichkeit sein oder schlicht und einfach nicht wissen oder unwissen. Mhm. Und die Angst, da könnte es Wechselwirkungen geben. Mhm. Ich hätte mal gesagt, kostenpunktmäßig es ist kaum zu schlagen. Mhm, ja. Eine meiner Lieblingsfälle, die ich auch bringen möchte, ist eine Patientin mit Knollenblätterpilzvergiftung. Mhm. Die ganze Geschichte hat, wenn man die Flasche nachher weggäbe, keine 50 Euro gekostet. Wenn man das im Verhältnis zieht zu einer doch wochenlangen Behandlung auf einer Intensivstation, so ist das nicht einmal ein Hundertstel Promille vielleicht. Ja. Und ich habe doch den Eindruck gehabt, dass diese Patientin zu einem wesentlichen Teil neben der symptomatischen Intensivbehandlung durch diese homöopathische Therapie überlebt hat. Mhm. Schön, da freue ich mich drauf. Vielleicht noch eine letzte Frage. Und zwar sind Sie ja auch Vorsitzender der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Homöopathie. Ich nehme mal an, in Österreich. Und das heißt WISHOM, gell? Ist das richtig? Ja, genau. Ja. Können Sie darüber noch ein bisschen was erzählen? Weil ich kannte das bisher nicht. Ich habe immer vom HRI gehört, also der Homeopathic Research Institute. Aber dass es auch eine österreichische, ich sag mal in Anführungsstrichen, Variante davon gibt, war mir gar nicht bekannt, bis ich das recherchiert habe bei Ihnen. Nun, die Wissenschaftliche Gesellschaft für Homöopathie wurde vom Deutschen Zentralverein Homöopathische Ärzte gegründet. Mhm. Und das ist eben ein Bemühen, hier die wissenschaftlichen Interessen der Homöopathie zu vertreten und mehr publik zu machen, eine Einladung sozusagen auszusprechen, was man hier machen kann. Mhm. Die Möglichkeiten sind naturgemäß sehr begrenzt, aber beispielsweise ist der Forschungsrieder, der vor einigen Jahren auch auf die Homepage gestellt wurde, ein Zeichen dafür, was mit wissenschaftlicher Bearbeitung hier erreicht werden kann. Gemeinsam auch versuchen wir nicht im deutschsprachigen Raum tätig zu sein.
Das ist eben hier ein Zusammenschluss auch mit Schweiz, Österreich natürlich, aber auch gibt es Memoranda of Understanding mit Indien und anderen Ländern, sodass eben hier der Versuch gemacht wird, möglichst ein Netzwerk, ein gutes Netzwerk herzustellen, was forschungsmäßig möglich ist, dass die Möglichkeiten sehr beschränkt sind, das ist bekannt. Vielleicht auch deswegen, weil jeder sagt, na, wir wissen eh, dass es funktioniert, auch wenn wir sozusagen jetzt das nicht erklären können oder für uns das wissenschaftlich uninteressant ist. Wie erklären Sie sich das? Ja, und dann natürlich, pardon, darf ich noch die Einladung aussprechen zum ICE, das ist der internationale Köthener Erfahrungsaustausch nach Köthen zu kommen. Findet heuer wieder im November statt und da wird auch wieder versucht, eben gerade über Forschung zu sprechen. Eines der Themen, die ich dort behandeln möchte, ist der Unterschied zwischen pragmatischen und exploratorischen Studien, wo man eben schaut, ist das, was man jetzt herausgefunden hat, bei einer sehr akribischen Studie, auch das, was sich in der Realität widerspiegelt. Das ist nämlich oft eine große Diskrepanz, denn man glaubt immer, eine Studie ist bereits die Erklärung der Welt. Dann schaut man hinaus und die Patienten sind so böse und machen aber nicht immer alles das, was von den Fachkundigen gesagt wird. Ja. Das habe ich eben auch festgestellt, dass ich immer erstaunt bin, dass es angeblich so viele Studien gibt, die belegen, dass es nur Placebo-Effekt ist und sich das ja überhaupt nicht mit meiner Arbeit in der Praxis deckt. Und ich habe mich schon oft gefragt, was der Grund ist dafür, dass ich so viele Homöopathen kenne, die in ihrer Praxis eine gänzlich andere Wahrnehmung haben, als das, was nachher in den Studien ist. Vielleicht, dass Sie die Frage nochmal wiederholen, ich habe es nicht gut verstanden. Die Frage ist, dass ich ja in der Praxis sehe, dass die Arznei über den Placebo-Effekt hinauswirkt, anhand von gewissen Erfahrungen, anhand von Symptomen, die sich innerhalb von kürzester Zeit verbessern und diese ganzheitliche Wirkung. Wir haben ja sehr viele Mechanismen, das zu kontrollieren und dann in den Studien sich das aber nicht zeigt. Ja, das Problem ist, da darf ich Professor Mattison zitieren, er hat gesagt, wir behandeln nicht Kollektive, sondern Individuen und es ist vielleicht eines, die Methodik des randomisiert kontrollierten Versuchs sehr gut geeignet für Fragestellungen aus der konventionellen Medizin. Aber aus Gründen der Individualität im Bereich der klassischen Homöopathie nur bedingt geeignet. Ich versuche das immer so zu erklären, wenn man zwei Autos betrachtet, das eine ist ein Dieselauto, das andere ist ein Benzinauto, dann kann man sagen, aha, sind beides Autos. Diesel und Benzin sind beides Kraftstoffe. Man könnte jetzt einfach hergehen und den Diesel ins Benzinauto und das Benzin in Dieselauto reintun, weil ja beides sowieso etwas Vergleichbares ist. Jeder weiß aber, dass das nicht technisch gesehen nicht lange gut wird. Genau. Und so muss man das auch bei den randomisiert kontrollierten Studien sehen. Und gerade gestern hat Professor Saller bei dieser Enquete der österreichischen Ärztekammer eben auch betont, dass der Fokus nicht alleine auf den Studien sein sollte. Und das hat er eigentlich auch schon nicht nur Seckert gesagt, der die Evidenz-Based-Medizin erfunden hat, nämlich man soll die Patientenpräferenz berücksichtigen, die Erfahrung des Behandelnden und auch die beste externe Evidenz. Und die Studien sind gar nicht so schlecht und die sind gar nicht so wenige, wenn man noch dazu bedenkt, dass es eigentlich keine Möglichkeiten oder fast keine Möglichkeiten gibt, solche Studien zu machen, weil Studien kann man nur auf einer Universität machen oder universitätsähnlichen Institutionen, wo quasi die Voraussetzungen bis zu einem gewissen Grad zumindest da sind, solche Studien überhaupt durchführen zu können. Ja. Und das mangelt, also wenn ich im Wiener Allgemeinen Krankenhaus der einzige Homöopath war und vielleicht noch 10, 15 andere komplementär orientierte Ärzte, die sich geoutet haben, tätig waren, so ist also einer von 1900 natürlich nicht in der Lage, unbegrenzt viele Studien durchzuführen ohne Mitarbeiter. Aber letztendlich ist für jemand, der sich nicht mit der Homöopathie beschäftigt hat, wirklich schwierig nachzuvollziehen. Kann man einen Patienten mit dem anderen
nicht perfekt vergleichen, weil jeder Einzelne ganz was Besonderes, Außergewöhnliches ist. Mhm. Und diese individuelle Behandlung nicht wiederholbar ist. Es kann sogar sein, dass ein Patient mit bestimmten Symptomen auf ein bestimmtes Mittel sehr gut reagiert, bekommt vielleicht ein paar Jahre später wieder fast gleiche Symptome. Mhm. Das ist damals ein gutes Mittel, wirkt diesmal vielleicht nicht. Mhm, genau. Das ist sehr, sehr schwer zu transportieren. Das hängt schon mit Beobachtungsgabe und Verlaufskontrolle zusammen und lässt sich eben nicht in Worte fassen oder nicht in Zahlen, wollte ich sagen, nicht in Zahlen fassen. Genauso wenig, wenn eine Mutter kommt und sagt, ja, wunderbar, das Papa bei meinem Kind ist jetzt weg, aber es ist vor allem die ganze Entwicklung viel besser. Das Kind hat sich in dieser Zeit plötzlich ganz anders entwickelt. Nur bitte, wie wollen Sie die Entwicklung eines Kindes festhalten? Oder wollen Sie sagen, das ist 5 und morgen ist es 17? Und eine andere lustige Geschichte war eine Patientin, und die hat etwas geklagt über das Verhalten ihres Mannes. Mhm. Er sei früher aktiv, lustig und sehr, ein sehr angenehmer Zeitgenosse gewesen. Und plötzlich ist er eher so zurückhaltend, depressiv, antriebslos geworden, was ihn selbst auch gestört hat, das hat er auch bemerkt. Ja. Und ich habe, ohne ihn gesehen zu haben, das ist natürlich nicht perfekt, das gebe ich gleich mal zu, was mitgegeben, und sie kommt nächstes Mal wieder und sagt, nein, jetzt habe ich einen neuen Mann. Und ich sage, super, kriege ich eine Vermittlungsprovision. Aber auch das ist eben nicht zu fassen. Das lässt sich in einer Studie verstehe. Nicht so fassen, als man sagt, aha, im Blut haben sie jetzt ein Hämoglobin von 14 oder morgen haben sie ein Hämoglobin von 8. Das ist schön, zahlenmäßig schön nachvollziehbar. Aber diese Feinheiten, die eigentlich den ganzen Menschen betreffen, sind ja nicht messbar. Ja. Super. Vielen Dank für die Einblicke in die ja recht aktuellen Themen. Ich freue mich wirklich, Sie kennenzulernen. Jetzt sind ja nur noch 2-3 Tage, denn sehen wir uns auf dem Kongress. Und danke für Ihre Anwesenheit im Podcast und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke sehr. Ja, ich danke Ihnen, Herr Zander, für das sehr gut vorbereitete Interview und Ihre Geduld. Gerne.